19. Bandwettbewerb America is Waiting des Landesjugendreferates geht ins Finale. 7 Bands aus dem Burgenland rocken die Celle-Mühle in Oslip. Für Jugendreferent Magister Franz Steindl ist dieser Wettbewerb ein hervorragendes Instrument, um die burgenländische Jugend zu fördern. Ich finde, die burgenländische Jugend ist irrsinnig kreativ und sehr musikalisch. Und ein Bandwettbewerb hat natürlich mehrere Möglichkeiten für Jugendliche, die Kreativität auszuleben, die Themenfähigkeit zu beweisen, weil man zusammenspielen muss. Und es ist ja wunderschön, wenn man Musik oder musizieren kann. Und daher forcieren wir diese Bandwettbewerbe. Und diese Förderung zeigt Wirkung. Das hohe Niveau der Bands macht aber auch die Arbeit für die Jury nicht gerade leichter. Und so geht der 3. Preis an Black Cage aus St. Margarethen. Sie müssen ihren Platz mit The Marvelous Oil Change Trio aus Buchschachen teilen. Der 2. Platz geht an Hardram aus Horizon. Über den Sieg darf sich Apollon's Return aus Wolfau freuen. Und dabei sahen sie nur wenig Chance auf den Sieg. Wenn wir herkommen sein, wir haben sie Chancen ausgerechnet auf Platz 4 maximal. Ja, Riesenüberraschung. Beim Gründen der Band galt für die Herren aus dem Sozialbereich, gut Ding braucht Weile. Wir sind eigentlich nicht so live-mäßig lang unterwegs. Ich glaube, im November oder Herbst 2013 haben wir erst angefangen, live zu spielen. Also der Herr Böhm und ich, wir lange haben wirklich... Vorbereitungszeit. Genau, bis wir erst Schlagzeug einstudiert haben und dann erst, wie gesagt, im Herbst 2013 haben wir angefangen, aufzutreten. Auch Magister Steindl, selbst begeisterter Musiker, sieht die Leistung des Siegers sehr positiv. Tolle Performance, eine super Musik und es zeigt natürlich, dass man auch im Trio seine Leistung erbringen kann. Und so geht der Wettbewerb mit Riesenschritten seinem 20-jährigen Jubiläum entgegen. Dieser Alter,